Serlo, freie Bildung. In diesem Video lernst du, wie man eine Mittelsenkrechte konstruiert. Als erstes die Definition. Eine Mittelsenkrechte zu zwei Punkten A und B ist die Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand zu A und B haben. Also die Menge aller Punkte, die von A und B gleich weit entfernt sind. Nun konstruieren wir die Mittelsenkrechte zu zwei Punkten A und B. Konstruieren wir sie, indem wir zuerst einen Kreis um A zeichnen, dann einen Kreis mit gleichem Radius um B zeichnen und die so entstandenen Schnittpunkte miteinander verbinden. Fertig ist die Mittelsenkrechte. Hier nun der Konstruktionsplan. Erstens, wir zeichnen einen Kreis um den Punkt A mit dem Radius R. Dabei müssen wir beachten, dass R mindestens halb so groß wie die Strecke zwischen A und B ist. Zweitens, wir zeichnen einen Kreis mit dem gleichen Radius um B. Es ist sehr wichtig, dass der Kreis den gleichen Radius wie der Kreis um A hat. Drittens, wir verbinden die beiden so entstandenen Schnittpunkte der Kreise miteinander und haben so die Mittelsenkrechte bestimmt.